bin halt auch hauptsächlich auch viel nachts unterwegs beim Zocken, also. Eigentlich rund um die Uhr. Was ich auch noch gerne mache, ist unterschiedliche, wie gesagt, Musikwünsche auch gerne. Nämlich auch gerne dabei. Also wie gesagt, Song Request, das läuft. Das ist sogar auch mit aktiv. Aber wenn es auch mal so Momente gibt, wo ich einfach mal sage, es gibt Tage auch bei mir, wo ich halt heute viel red, aber morgen zum Beispiel wenig red, da bin ich einfach nur unterwegs. Also. So oder so. Wo ich mir halt ein bisschen schwer tue, ist halt die Chatspiele. Also wie gesagt, es gibt Duell könnt ihr machen, es gibt teilweise auch mal die Glücksspirale. Alles so nach und nach. Was ich mir da so ein bisschen für euch da am Arbeiten bin. Zurzeit haben wir noch ein Equipment-Problem oder eins Erweiterung-Problem, weil in der Stream-Ecke, die sind wir gerade mit meiner Freundin ein bisschen am Verbessern. Das heißt quasi, dass bei dem Starting-Bildschirm ist quasi eine. Kommt bald noch eine neue Kamera dazu, dass quasi dies von oben zu sehen ist. Eine neue Kamera quasi jetzt vom Bildschirm, dort wo ich gerade am Zocken bin. Und einmal für den Nebenraum, weil meine Freundin und ich, wir haben uns überlegt, dass wir quasi auch, wir kochen gerne, wir backen leidenschaftlich auch gern und ja, dass es quasi so angeboten hat, den Nebenraum quasi noch zu verfilmen oder Film einzuplanen, ein neues Setup da reinzubekommen. Oder einfach mal samstags abends mit euch zusammen einfach irgendwas zusammen machen. So, wie weit ist denn unser. Ups. Unser Freund auf Feld sowieso. Ach, ist der fertig, wunderbar. Was der Landwirtschaftssimulator 19 betrifft, also generell auch die Fahrzeugmarken, bin ich mehr auf. Also persönlicher Favorit ist bei mir Klaas. Möchte aber dazu sagen, dass ich eigentlich sehr unterschiedliche Fahrzeugtypen eigentlich hier auf der Karte eigentlich sehr viel benutzen möchte. Also wie gesagt, irgendwann kommt der Klaas Xerion, der möchte ich einfach dazu eigentlich nur dazu benutzen für Feldarbeiten. Das heißt, wenn man hier auch jetzt fällt, 8, 26, 30. Die großen Felder. Über 12 Meter haut das Ding da rein und lass seine Arbeit machen. Weiß der Face, moin, bum bum bum. Ist doch schön. Aber auch dir eine schöne Mittagspause wünsche ich dir. Ja, und ab und zu streamen wir auch ein bisschen zu zweit, ne? Also wenn man Freunde der Lust hat,
hockt sie sich mal hinter dem Steuer und dann darf sie halt mal ein bisschen mit dem Träger fahren. Weil sobald die Felder fertig gegrubbert sind, spulen wir direkt einen Tag vor. Das heißt dann, ich hoffe, dass die Tiere da ein bisschen Gas geben. Weil für die Hühner brauchen wir neues Futter. Die Produktion bei den Schafen dürfte dann nämlich auch wieder fast voll sein. Und bei den Kühen dann das... wie heißt's? Das Mischfutter noch nachfüllen können, weil ich habe voll den Fehler auch gemacht. Klar, die fressen Heu, aber ich habe zu viel von der Sorte da dran. Ich benutze meistens immer nur das Mischfutter. Ich muss dazu auch sagen, dass zum späteren Zeitpunkt auch wirklich dann, wie gesagt, erst Position Farming dran kommt und dann kommt Mais Plus dazu. Also hier wird wirklich, also ich spiele hier wirklich mit harten Bandagen, ne? Harte Regeln. Deswegen waren auch bei gewissen Vorbereitungen erstmal Standard weiterzuspielen. Voilà. Erstmal ein bisschen was vorzubereiten, ohne dass mir dann wie bei LS19 damals so viel Fehlinvestitionen gemacht habe. Also ich war mindestens mit 800.000 Euro Fehlinvestitionen. Nur um zu ausprobieren, ohne dass das gecheatet wird. Ne? Also hier, das machen wir ja gar nicht. Ja, auch wenn ich ab und zu mal keine Lust habe, irgendeinen Simulator zu spielen, dann gibt es auch mal bei mir ein paar Online-Spiele. Also wie gesagt, am 7. Februar fängt ein neues Projekt an. Offiziell ist der Release erst am 10. Februar, nämlich Hogwarts Legacy. Alle aktuellen Projekte finden natürlich auch bei mir auf dem Discord statt. Also wie gesagt, da werden wir die nächsten Tagen Screenshots. Also wie gesagt, dort werden die Projekte alles aus dem Laufenden gelassen. Da werden auch ein paar Abstimmungen stattfinden. Und ja. Wie gesagt, am 10. kommt ja dann Hogwarts Legacy raus. Durch die Vorbestellung habe ich quasi schon Zugriff am 7. Februar den Early Access da zu starten. Und ich weiß, es gibt so viele Videos, so viele Leaks, die rausgekommen sind, aber ich mach mal die Mühe nicht dazu, das Ganze vorab erstmal das Ganze zu schneiden, weil wie gesagt, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel Arbeit. Wir gehen da gemacht durch, weil wie gesagt, wir spielen alle Häuser durch. Und ja. Da dürft ihr euch auf jeden Fall mal ein bisschen überraschen. Aber falls ihr auch gerne noch irgendwelche Mods habt, die ich mal vorstellen soll, könnt ihr es auch gerne bei mir in die LS-Gruppe darf 22er reinschicken. Weil wie gesagt, ich bin... ich stream heute Abend bis um 22.30 Uhr. Bis dahin dürfte nämlich auch Pavel Wittel wieder online sein. Dann werde ich nämlich einen Raid dahin schicken. Und dementsprechend
werde ich ja nämlich dann auf der Osada-Karte dann weitermachen. Bitte. Na gut, wenn ihr die Arbeit zu Ende hat, ist mir jetzt eigentlich egal, der Kanal. Können wir auch später weiterwachen. Das hört mich ja. Eigentlich jetzt nicht. So, mal her. Adieu. Falls Chat ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne reinschreiben. Keine Scheu. Wo ich auch noch gerne bin, ist bei Chris Pro. Also der hat ja jetzt auch einen Zweitkanal Simulationsfan aufgemacht. Ist auch eine sehr nette Runde und da spielt auch dieses Horrorspiel. Musst du mal gerade helfen? Fana. Hab's gleich. Ach, Sian, der Jo ist auch online. Grüße gehen raus. Phasmo spielt er nämlich auch gern. Oder so Geistererkunde muss. Ja, ja, nicht schlecht. So. Meine Freundin will nämlich gern hier die Pferde. Pferde betreuen und die Pferdestall übernehmen. Finde ich ja auch eine schöne Idee. Aber dafür muss er erstmal mit der Fahrzeuge hier klarkommen. Die hat nämlich noch gar nicht. Noch nie LS gezockt. Deswegen ist es immer so witzig. Wenn man das sieht, ne? Also. Vor allem Silvester an der Stream. Saß davor. Fahr nach links, halt an, drück diese Taste. Ach ja. Das ist herrlich. So, dann einmal Feld 25, dann machen wir das. Warum fahre ich eigentlich über die Eisenbahnschiene, wenn ich doch... Ah, ja. Ne, man chattet über die Frau, wege fahre, und was mache ich dann?
Scheiße Fahrer, ne? Scheiße Fahrer, du da. Ei, ei, ei. Macht man normalerweise nicht, ich weiß, aber. Da muss man durch. Sieht ein bisschen schräg aus. Jetzt passt's. Ja, und für die, wo alle kein Twitch zum Beispiel haben, versuche ich mal eine kleine Zusammenfassung zu schneiden und quasi das dann bei YouTube dann so ja, 10, 15 Minuten da liegen zu lassen. Also wie gesagt. Gibt ja nicht nur Simulationsspiele hier. Star Trek Online gibt's auch, ist jetzt auch ein neues Update rausgekommen, eine Spielerweiterung. Old Republic jetzt weniger, aber ja. Survival Games wie zum Beispiel Conan, das zocke ich gerne mit meinem Kumpel zusammen. Oder wie damals Ark. Oh wow. Das waren die ersten zwei Survival Games letztes Jahr. Toba haben wir angefangen. Kostet das 291.000, ah, da haben wir noch ein bisschen was vor. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ach so, OMSI 2 fahre ich ja auch noch. Was ich auch mal erwähnt habe. Ja. Letzten. Am Mittwoch, am Samstag, Freitag und Samstag bin ich für die Stadtwerke gefahren. Also da fahre ich nur Multiplayer. Und wie gesagt, da das jetzt erstmal wieder der erste Streams in diesem Jahr ist, werde mal da noch ein bisschen paar Streams sehen, also wie gesagt.